Hi Leute und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir Magnetilo aus der Donnerhallhöhle gerettet und sind schlafen gegangen und haben ein bisschen Geld bekommen und so weiter. Erster Rettungsjob, nachdem wir Raupi gerettet haben, also eigentlich der zweite. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Ups, ich sollte wohl besser den Briefkasten überprüfen. Gut, dann tu das, Macholo. Samuel öffnet den Briefkasten. Aber da ist kein Auftrag für das Retterteam mehr, aber eh klar. Guten Morgen, Samuel. Du warst aber früh auf den Beinen. Oh, du hast schon im Briefkasten nachgesehen? Und, war etwas Interessantes in der Post? Neue Rettungsjobs für uns? Oh, was? Der Briefkasten war leer? Das dachte ich mir. Schließlich sind wir ein ganz neues Team. Das ist schade. Sollen wir zum Pokémon-Platz gehen? Ich denke, wir sollten uns das Infobrett der Pelipper-Post ansehen. Da finden wir bestimmt Rettungsjobs. Der Pokémon-Platz liegt in dieser Richtung. Komm, gehen wir. In welcher Richtung? Ah ja, egal. Ich mag den Pokémon-Platz. Dies ist der Pokémon-Platz. Dies ist der Kecleon-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Dies ist die Snobilica-Bank. Sorry, das. Doppelpunkt O. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Hier haben wir den Schlupuck-Link. Schlupuck kombiniert Attacken für dich. Wie? Was kombinieren heißt? Nun, kombinierst du Attacken, kannst du sie gleichzeitig einsetzen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, solltest du unbedingt Schlupuck selbst fragen. Langweilig. Dies ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, sodass sie nicht verloren gehen. Besitzt du wichtige Items, solltest du sie unbedingt bei Kangama lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Kann ich jetzt selbst was machen? Und? Was meinst du? An diesem Ort finden wir doch manches, was uns weiterhilft. Ach ja, dort hinten ist die Pelipper-Post. Man muss nur weiter in diese Richtung gehen. Wir bekommen dort bestimmt Informationen zu Rettungsjobs. Lass uns zunächst zur Pelipper-Post gehen. Werde ich jetzt dazu gezwungen, dahin zu gehen? Weil eigentlich habe ich genug Zeug, das ich lagern möchte. Also, konnte man nicht irgendwie mit Select sortieren? Nein, so, das war Start, sorry. Ja, man konnte mit Select sortieren. Für unsere ersten beiden Dungeons werden wir niemals mehr als einen Apfel benötigen, deswegen lege ich erstmal ein paar Äpfel ab. Die Rockbox sind ganz nützlich, Fragia-Bären. Eine Piesefbeere nehme ich gern mit, eigentlich auch 2-3 Singlebären. Plosivsamen am Anfang nicht und Schlafsamen auch nicht. Die kann man später ganz gut verwenden, wenn man mal auf eine schwerere Tour geht. Ja, das lagerst du bitte alles. Ich bin nicht dein Schätzchen. Ja, das sollte so passen. Kecleon-Laden. Was hat der denn zu bieten? Also der hier verkauft normales Zeug und der andere verkauft Orbs. Ors oder Orbs, Orbs und TMs. Georgbrock müssen wir nicht kaufen. Ich würde am Anfang jetzt eigentlich ganz gerne ein, zwei Sinelbeeren mitnehmen. Orbs haben. Ja, ich nehme, glaube ich, die beiden Sinelbeeren mit. Ja. Ne, ich nehme nur eine mit. Mehr brauche ich. Man braucht, man findet so viel in Dungeons. Was hast du zu bieten? Fassade, Erstarrorb, Flea-Orb, Flea-Orb. Ja, also um das zu erklären, ein Flea-Orb lässt sich direkt aus dem Dungeon fliehen. Wenn es echt kritisch ist, setzt man das Ding ein. Ein Erstarrorb erstarrt alle Feinde in naher Ferne, genau. In naher Ferne. Nee, in der Nähe halt. Ich überlege, ob ich mir jetzt schon Flea-Orb kaufe, aber die Dinger findet man später auch wie Sand am Meer. Ich nehme einfach meins mit, das ist alles zur Sicherheit. Weil eigentlich muss man immer ein Flea-Orb dabei haben. Geld. Ich lagere mein Geld eigentlich immer ganz gern auf der Bank von Snobilicat. Obwohl es eigentlich überflüssig ist, aber es hat was für sich, einfach so eine Bank zu haben. Zurück. Schlupuck, das werde ich euch später erklären. Wir werden es wahrscheinlich nicht verwenden. Kann Attacken miteinander verlinken.
sozusagen, ich setze Energiefokus-Fußkick ein. Das heißt, dass ich immer vorher einen Energiefokus und dann Fußkick einsetze. Das Gebäude ist die Pelipa-Post. Ja, wer hätte es gedacht? Es sieht gar nicht aus wie ein Pelipa oder so. Nein. Und da ist das Infobrett auch. Hier werden Informationen von Pokémon aus allen möglichen Gegenden gesammelt, die Hilfe benötigen. Hier, sieh dir das Infobrett an. Dort werden Rettungsjobs ausgehängt. Sollen wir es uns mal ansehen? Natürlich. Sucht sie Nelbeere. Ich bin Ohnmacht gefallen. Um die Rettungsjobs zu erklären, die viele schon wissen werden. Sie haben einen Schwierigkeitsgrad. Das sieht man rechts. Der geht von E bis Sternchen. Und Sternchen können mehrere werden. E ist der einfachste Schwierigkeitsgrad. Da gibt es auch eine ganz geringe Belohnung für. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen in die Donnerhöhle, weil da passiert einfach mehr. Also nehmen wir alle Jobs der Donnerhöhle an. Und dann sollte man eigentlich auch immer auf die Belohnungen gucken. Top Elixier plus irgendwas ist nicht so großartig. 100 Poke plus irgendwas ist auch nicht großartig. 100 Poke plus irgendwas, naja, meinetwegen. Belebersam. Guck, da hätten wir was echt Gutes. Voltoball retten, Georock Brock, gut, das ist irgendwie nur ein Schrottjob, aber. Bla bla bla. Halt die Klappe. So. Ja, man muss noch auf die Jobliste gehen und die ganzen Jobs ausüben, bevor man sie machen kann. Ich habe keine Lust, nach einer Arena-Beere zu suchen, deswegen gucke ich jetzt, ob wir einen im Lager haben. Sonst muss ich wohl oder übel nach einer Arena-Beere suchen. Hab eine bitte. Nehmen. Nein. Ich habe keine Arena-Beere. Wie furchtbar. Hast du eine Arena-Beere? Ich glaube auch nicht, ne? Nope. Oh nö. Ja, gut, dann erläutere ich das ganz kurz, was in der Mission so steht. Jobliste gesucht am Arena-Beere. Info. Am Arena-Beere. Das ist jetzt total in. Bitte, es ist wichtig. Ziel bringen wir am Arena-Beere. Ort Donnerhöhle U3. Wir müssen jetzt die ganze Donnerhöhle absuchen, nur um diesem Viech eine Arena-Beere zu bringen. Also wir müssen es auf U3 finden, glaube ich, und dann dem Viech noch eine Arena-Beere bringen. Naja, dann legen wir auf alle Fälle mal los. Um ein bisschen was über das Spiel zu sagen, es ist ein super Spiel mit super Musik und so weiter. Allein diese Dungeon-Musik. Hallo Pfiffchen, du hast eine Vierfachschwäche gegen meine fixierte Attacke. Und es reicht trotzdem nicht. Ich will dieses Viech töten. Ich habe die XP. Nicht dumm. So, stirb. Kriegst auch mal eine fixierte Attacke ins Gesicht. Yep, und bis eben eine. Da eine Sinelbeere. Yay. Ich weiß gar nicht, Sinelbeere oder Sinelbeere. Verpiss dich mal. Ich will nicht mein Dings voll verschwenden, meinen Fußkick. Ich habe das Gefühl, das läuft. Ja, gut, Glück gehabt. Hoffentlich finden wir die Arena-Beere früh. Das wird uns eine Menge ersparen. Cash. Naja gut, wenn wir sowieso jeden Gang und so weiter absuchen müssen. Was mache ich da eigentlich? Also im Prinzip, ihr könnt euch ja erschließen, wo das meiste hinführt. Ja, die Ebene hätten wir komplett abgesucht. Da lag leider keine Arena-Beere. Dann suchen wir eben hier weiter. Juhu, ein Apfel. Es gibt später noch große Äpfel und... verschwinde. Ich muss mal aufhören, Fußkick die ganze Zeit einzusetzen. Es geht auf die AP. Das ist eine Pirsichbeere. Hopp, das kannst du mal machen, Mike. Ja, das hast du toll gemacht. Mach's kaputt. Sehr gut. Braves Pfiffi. Nicht. Okay. Da ist die Treppe, aber wir suchen jede Ebene voll ab. Was laufe ich denn da für ein Mist zusammen? Entschuldigung. Oh, ich dachte, hier wäre schon kein Raum mehr. Aber ich denke mal, das hier ist Sackgasse, ja.
guck mal kurz nach, was unser Magen macht. Setz Glut ein. Los. Setz Glut ein. Oh, Mann. Ich will dieses Viech töten. Ha. Nein. Umso besser. Wenn ich jetzt die Vergiftung kriege, ne? Sterbt alle. Nein, ich laufe dem jetzt nicht nach. Das hat keinen Sinn bei so langen Gängen. Ich laufe jetzt einfach nur noch zur Treppe hin. Tja, damit erkläre ich auch das hier für die Ebene für abgeschlossen. Ja, und jetzt können wir schon nach Radfratz suchen. Wir haben noch 62 Magen, naja. Blöd läuft, müssen wir was essen. Piss dich. Man kriegt auch mehr EP, wenn man Attacken einsetzt. Also EP ist gleich Erfahrungspunkte. Das sollte man noch... Sorry. Das sollte man noch wissen. Ja, da ist Radfratz. Aber ich schätze mal, wenn ich jetzt mit dir rede... Ja, wollen schon. Oh, es ist nicht in der Sammelbox. Komisch. Hier muss es aber eine Arena-Beere geben, sonst war das Ganze ja voll für den Arsch, die Mission. Nope, hier gibt es keine Arena-Beere, das heißt, da lässt sich relativ wenig machen. Ich habe schon jetzt nur die Hälfte vom Magen, na gut. Entschuldigung, da war schon wieder ein Huster. Ich bin leicht erkältet, das könntet ihr inzwischen wissen, wenn ihr den letzten Part gesehen habt. Ja, Zielebene und Taubsi ist auch nicht allzu schwer zu finden, würde ich mal sagen. Ich rette dich mal. Ja. Bla bla bla. Nein. Ja. So, Plosivsamen. Ich schätze mal, unser Beutel ist schon wieder total überfüllt. Boah, ist ja voll die Riesenebene hier. Cool, Sinelbeere. Swag, Hipster. Alter, wie viele von den Dingern. Oh, mach's kaputt. Jumanda. Jumanda. Ja. Na, toll. Cool. Volteball bringt eine Menge EP und kann, also hält nichts aus. Es kann schon was. Ich weiß, ich habe jetzt den Ehrgeiz, diese Arena-Beere zu finden. Hier muss es eine geben. Ja gut, dann vielleicht auf Ebene 5. Ich muss einen Volteball finden, soweit ich mir das merken konnte. Glumann, da mach's putt. Da ist das Elekid, das Voltoball, das wir retten müssen. Und wir werden den Dungeon trotzdem komplett abschließen, obwohl das sowieso schon die letzte Ebene ist. Ja, entfliehe. Nein. Ja. Was macht unser Magen? 26. Ja, das sollte noch hinhauen. Elekid, bist du blind? Oh Mann. Keine Lust. Ja. Was gibt's noch über das Spiel zu sagen an sich? Es wird noch total viel passieren und total viel Neues wird dazukommen. Ja, der Magen knurrt. Ich habe noch 20 Magen. Jetzt chill mal. Okay, hier gab's keine Arena-Beere. Das ist ärgerlich. Das ärgert mich jetzt. Na gut, im Moment reichen die AP sowieso noch für alles aus. Glumanda setzt Glut ein. Ja, braves Glumanda. Kriegst jetzt ein Leckerli.
und weiter. Und damit haben wir den Dungeon gemeistert. Ja. Vielen Dank für meine Rettung, bla bla. Und wir kriegen einen Belebersamen, das ist sehr gut. Und 5 Retterpunkte. Was damit auf sich hat, erkläre ich euch auch gleich. 10 Georock-Brocks. Am Anfang noch ganz witzig, später hat man von den Dingern Tausende, sag ich mal. Ja, schlafen. Ich möchte mein Abenteuer speichern, auch wenn es mir nichts bringt. Vielen, vielen Dank. Und das sieht ja ganz nach einem Traum aus. Träume ich? Schon wieder? Da ist wieder dieses Pokémon. Wie? Spricht da jemand zu mir? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Alles wackelt. Ein Erdbeben. Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber unheimlich echt an. Am nächsten Morgen. Hallo? Hallo? Ah, du bist Samuel, nicht wahr? Wer ist das nur? Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dickdrich. Letzte Nacht während des Erdbebens wurde mein Kind Dickda angegriffen. Er wurde auf die Spitze des Berges entführt. Ich kann nicht zurückklettern, das ist unmöglich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Samuel. Dickda wurde von einem Pokémon namens Panzereron entführt. Ein übler und durchtriebener Schuft. Sei bitte vorsichtig. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich muss jetzt gehen. Ja, 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 das kennen wir. Das ging so schnell, ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Dumm gelaufen. Na dann mal los. Aber was es mit diesem Rettungsjob auf sich hat und wieso Dick da entführt wurde und was auch immer diese ganzen Intrigen sollen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Aber erst, wenn Macholo erstmal ordentlich gegessen und getrunken hat. So, jetzt kann sich's nämlich auch gut hinstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Macht was aus eurem Leben. So wie Macholo, ne? Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.